Er ist besser geflohen. Die Welt ist schwach. Weich. Wir haben vergessen, was es heißt, stark zu sein. Weißt du, früher waren unsere Helden Götter. Und jetzt sind unsere Helden nur gottlos, schwach, kraftlos, verseucht. Wir lassen die Schwachen die Starken rumkommandieren und sind schockiert, dass wir vom rechten Weg abkommen. Aber die Geschichte kennt den Wert von Opfern. Vom Ausdünnen der Herde, damit sie stark bleibt. Wieder und wieder waren die Leben vieler wichtiger als die Leben weniger. So haben wir überlebt. Wir haben es vergessen. Und jetzt zahlen wir die Zeche dafür. Jetzt steht der Kollaps bevor. Und dieses Mal sind die Leben weniger wichtiger als die Leben vieler. Und wenn eine Nation, die niemals Hunger oder Verzweiflung gekannt hat, in den Wahnsinn abdriftet, sind wir bereit. Wir keulen die Schwachen. Wir tun, was getan werden muss. Die Herde aus. Die Herde heulen. Opfere die Schwachen. Bewegung. Eli, ich sehe sie. Rein da! Fenster auf. Yes, Sir. Schreibt mal jemand diese Musik aus. Gott, das ist Sully. Wann haben Sie den geschnappt? Warum tun wir uns das überhaupt an? Wir sind alle tot. Prüf sie trotzdem. Warum muss ich immer die Leichen checken? Ach du Scheiße. Was? Oh, fuck. Er lebt. Walker, los, hol den Truck. Yes, Sir. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Pass mal mit an, Junge. Eli, ist das... Was verdammt macht der Deputy hier? Jacob hat ihn genauso lieb wie uns. Jetzt wird alles gut, du Held. Die Whitetails retten dich.
Bringen wir ihn zu Wolfsdam? Wohin sonst? Tammy wird nicht begeistert sein. Sorg dich nicht wegen Tammy, das wird schon. Verlierst du jetzt völlig den Verstand? Jetzt warte mal, Wheatie und ich waren uns einig. Ihr wart euch einig? Hey, ich war höchstens ein unparteiischer Beobachter. Es ist dumm und es ist gefährlich, das wisst ihr doch beide ganz genau. Was hätte ich denn tun sollen? Ihn sterben lassen? Tammy. Er war für Gott weiß wie lange in diesem Raum. Ich habe gesehen, was er mit Menschen macht. Aber du nicht. Du kannst ihm nicht trauen. Genau das erzählt man sich über dich, aber zum Glück habe ich nicht hingehört. Das steht nicht zur Diskussion, wir brauchen ihn. Das ist alles, was zählt. Verstanden? Hattest recht, die hat's ganz locker genommen. Raus! Ich hab doch gar nichts gemacht. Das war mein Ernst. Wir brauchen dich. Ruh dich erstmal aus. Hey, Alter! Hey, Mann! Ich denke, Gang runter. Eli wartet auf dich. Wow, du bist wach. Ich würde gern reden, aber Eli will was von dir. Und deshalb gibt's den zweiten Verfassungszusatz. Ich mag mir kaum vorstellen, wie es in einem Käfig tagelang ohne Essen sein muss. Verdammte Folter ist das. Gut, dass du auf den Beinen bist. Dutch hier. Hab gehört? Hab versucht, dich zu finden, Deputy. Dutch hält viel von dir. Hör zu, ich komm gleich zur Sache. Ich erkenne einen guten Soldaten, wenn ich einen sehe. Wir verlieren zu viele Leute hier oben. Das lässt sich nicht leugnen. Wenn das so weitergeht, werden wir wohl keine Woche mehr durchhalten. Es ist wirklich zum Verzweifeln. Ich versuche, Stellungen zurückzuerobern, also habe ich Whitetails losgeschickt, um das Besucherzentrum zu sabotieren. Da deponiert die Sekte nämlich ihr Bliss. Aber unsere Leute sind direkt in die Falle getappt. Sie wurden als Geiseln genommen und uns läuft die Zeit davon. Wenn ich noch eine Gruppe reinschicke, verlieren wir vielleicht alles. Aber du, mit dir rechnet die Sekte sicher nicht. Niemand außer dir kann damit fertig werden, Depp. Niemandem sonst traue ich das zu. Ich zähle auf dich. Du wirst leise reingehen müssen. Wenn die Sekte merkt, dass du da bist, töten sie vielleicht unsere Leute. Auf dem Tisch liegt ein Bogen, wenn du willst. Hol unsere Leute da raus, Depp. Viel Glück. Ja, das ist Spaß. Bitte, spreng mir nicht die Eier ab. Ach, ich will hier nicht sauber machen. Du wirst uns helfen, diesen Berg zurückzubringen. Hey, ich muss dich mal was fragen. Was hältst du von meinem Bart? Lässt er mich aussehen wie einer von diesen durchgeknallten Hurensöhnen?
Weedy hat neulich Witze darüber gemacht und weißt du, mir ist zwar eigentlich egal, was andere von mir halten, aber... Ach, vergiss es einfach. Um ihn keine Sorgen. Ich bin vorhin vielleicht ein bisschen schroff gewesen. Keine Entschuldigung, nur eine Feststellung. Ich traue niemandem, den ich nicht kenne. Aber Eli sagt, du bist in Ordnung. Also glaube ich das erstmal, bis ich mir selbst ein Bild gemacht habe. Wenn du was drauf hast, werden wir zwei uns toll verstehen. Die Sache ist die. Weedy versucht, einen Piratensender zum Laufen zu bringen. Er erzählte Eli, er wolle helfen, die Miliz zu koordinieren. Aber ich bin sicher, dass er nur seine Musik hören will. Also tun wir ihm den Gefallen. Das Problem ist, dass das Signal nicht durchkommt. Unser Freund hier hat gesagt, die Sekte blockiert es mit Störsendern. Er hat auch gesagt, wie. Anscheinend gibt es zwei Störsender auf Funktürmen und einen dritten mobilen, der auf der Straße patrouilliert. Schalte zuerst die Türme aus, dann müsste ich das Signal des mobilen Senders orten können. Ich sag Bescheid, sobald ich was weiß. Erledige das. Vielleicht bauen wir so etwas Vertrauen auf. Geh nie unbewaffnet raus. Ich will keinen an diesen Peggys verlieren. Du erledigst lieber einen Peggy und nicht mich. Die Whitetail-Miliz ist schon lange bereit für diesen Kampf.
Eli hat dafür gesorgt, dass es überall Vorratsbunker gibt. Waffen, Munition, was du willst. Man muss auf alles vorbereitet sein, oder? Aber so wie es gerade läuft, brauchen wir das Zeug hier. Und nicht in irgendeinem Bunker. Und auf gar keinen Fall dürfen die Peggys über das Zeug stolpern. Also wenn du uns diese Vorräte bringst, wäre das wirklich hilfreich. Aber es gibt ein Problem. Wir haben hier keine Karte der Verstecke. Frag mich nicht warum. Sicherheitsmaßnahmen oder sowas. Der Kundschafter oben auf dem Jefferson-Aussichtsturm sollte eine haben. Ist gleich westlich von hier. Viel Glück und sei vorsichtig da draußen. Nachts zu jagen ist am besten. Heute ist eine gute Nacht zum Sterben. Primer hier. Wir dachten, wir hätten etwas am Grandview gesehen. Wir sehen mal nach. Jacobs, Gedankenkontrolle kann einen echt fertig machen. Gut, dass wir dich schnell befreien konnten. Rückblickend hätte ich mich besser vorbereiten sollen. Du bist also Eli begegnet. Jetzt bist du in guten Händen. Er wird dich mit allem versorgen, was du da oben in den Bergen brauchst. Ich behalte dich aber trotzdem noch im Auge. Bis bald. Stärke. Das ist eine Lektion, die uns die Wölfe lehren. Die merzen die Kranken, Alten und Schwachen in der Herde aus, damit diese stärker und widerstandsfähiger wird. Selbst in unseren eigenen Reihen setzt Jacob diese prächtigen Tiere ein, um die Unwürdigen auszumerzen. Keine Angst. Kameras zugepflastert. Das Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Ich frage mich, ob Sie wissen, was Sie erwartet.
du bereuen. Bitte Gott, ich stehe für mehr, als du dir vorstellen kannst. Die haben zwei Whitetails am Hörsaal-Tunnel. Die Sekte lässt niemanden mehr gehen. Bitte tu doch was. Wir stecken echt in der Scheiße. Ich rauche ihn. Einer ist noch draußen. Hilf uns bitte. Mein Leben fällt von meinen Augen ab. Rette unsere Leute am Devil's Drop. Bitte. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitetails zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Ein Schalldämpfer wäre gut für meine Ohren. Ist die Wolfstand nicht abgefahren? Eli hat sein ganzes Herzblut da reingesteckt. Sieht aus, als hätten wir ein kleines Problem. Die letzten beiden Blitzkonvois sind nicht am Ziel angekommen. Ich wette, das waren Eli und seine verfickten Whitetails. Ich sag euch was, richtet eine Straßensperre am Tunnel ein und dann mal sehen, wie viele Sünder wir fangen. Wer nicht redet, tja, mal sehen, wie gut sie fliegen können. So was habe ich noch nie gesehen. Das Auto war ein rauchendes Wrack am Fuße. Ist gleich in dem Tunnel. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Ganz ruhig. Straßensperre voraus. Scheiße. Das sieht so aus, als hätten sie den ganzen Tunnel besetzt. Wenn du irre bist, geh vorne rein. Wenn du clever bist, geh nach oben. Thank you.
Jagen kann ich nicht, aber wild ausweiden schon.
Danke. Schätzchen, die Peggys überrennen uns. Keine Ahnung, wie lange wir uns diese Hurensöhne vom Hals halten können.